Hallo, da sind wir auch schon wieder. Und einen ganz kleinen Moment, ich muss was gucken. Alles klar. Läuft. Jetzt gehen wir da wieder an unsere Leiche. Halt. Halt, 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 halt. Kann ich irgendwas? Tut mir sehr leid, Baum. Oh cool, du siehst ja cool aus. Was hat denn der da? Ein Nintendo-Ding dran oder was? Zombie! Oh Gott, hält der aus. Was hält denn der aus? Geh weg. Geh weg! Ich habe kein Schwert. Weil es jetzt auch Nacht ist, ne? Gehst du wohl weg? Ich will nicht spielen. Haha. Und ich habe ein Hirn bekommen. Das kann man zum Beispiel auch kochen. Glaub ich. Aber das ist eigentlich voll eklig. Die können wir mit runternehmen. Da können wir was essen machen. Das Hirn packen wir erstmal mit rein. Ich sollte wirklich schlafen, dass ich. Nicht gleich Haue kriege von irgendwelchen blöden Viechern. Ja, das meine ich. Jetzt kann ich aber nicht schlafen, weil der vor der Tür steht. Oder? Oder kann ich doch schlafen? Ah, doch, ich bin ja sicher. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Und unser Nachbar brennt. Das ist gut. Guck an. Er brennt. Haha. Nachbarn fackeln für mich. Das ist supi. Haha. Und die lassen immer was Schönes fallen für mich, nämlich Hirne. Hirn. Die haben ein Hirn fallen lassen. So. Sehr gut. Sehr gut. Dann laufen wir mal los. Den pflanzen wir natürlich auch wieder an, den Baum. Diesmal renne ich nicht, sonst verliere ich wieder zu viel Essen. Mäh, mäh, mäh. So, hier unten war unser. Wir sind kurz vor knapp sind wir gestorben. Kurz vor knapp. So, erstmal das, erstmal das, erstmal das und das und das. Meine Maus hat eine Macke. Gerade. Ich weiß auch nicht. So. Gut, ich hätte jetzt auch die Kohle nutzen können, aber das wollte ich nicht, weil das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, dass ich die Kohle eigentlich brauche für die das können wir löschen. Das können wir löschen. Warte mal, ich habe es jetzt, glaube ich, rausgefunden, wie es geht. Haha. Mein Haus. Guck mal, da wird das angezeigt. Ein Traum. So. Gut, dann haben wir das. Blauschiefer Aluminium. Aluminium können wir auch machen, ja. Nehme ich das jetzt mit. Hat sich ja übrig, das fällt runter. Das kann ich mitnehmen, okay. Blauschiefer. Ja, das gibt. Das ist auch nochmal Kupfer. Von Thermal. Können wir auch mitnehmen. Wie die Spitzhacki, Hacki, Hacki, Spitz, Spitz, Spitz. Das ist Sandquarz, oder? Sandstein. Wollte ich sagen. Aber schön. Schön, was es hier nicht alles gibt. So, gehen wir wieder runter. Lalalala. Und Bauxit habe ich keine Ahnung. Brauche ich jetzt wahrscheinlich gerade nicht so. Hier haben wir 5. Die verbrauchen sich wahrscheinlich auch wieder ziemlich schnell. Das ist Aluminium, wollte ich nicht. Hier unten müsste Eisen sein, genau.
Das erste, was ich mal baue, ist diese blöde Hoe. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe es, ey. Ich habe sonst echt so ein Problem. Derzeit kann ich mal weiter gucken gehen. Dann ist das andere Aluminium hingeflogen. Hier haben wir auch nochmal Kohle. Ich brauche eine Schippe. Eine Schippe. Eine Schippe brauche ich. Eine Schippe. Alles meins. Und das auch meins. Und das auch. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, die sind tatsächlich sogar wichtig, dieses Salz. Das brauche ich zum Kochen. Sehr gut. Und Zertusquarz brauche ich später, glaube ich, auch zum Bearbeiten. Was war das? Ist irgendwo eine Höhle. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Granit. Was ist das? Okay, das ist nur Dings. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, da ist die Höhle. Aber ist ja gar nicht so. Da hinten ist die Höhle wahrscheinlich. Wartet mal. Oh ja. Oh ja. Der Junge wird Stress. Mache dich ab. Genau, die lassen Pfeile fallen. Für unseren späteren Bogen. Damit Zombies oder sowas spawnen können. Muss die Höhe 3, glaube ich, oder 4 sogar betragen. Ich glaube 4. Also 4 nach oben. Sonst könnt ihr nicht spawnen. Oder noch höher, das ist besser. Wenn man zum Beispiel jetzt sowas wie eine Dings machen möchte oder so. Ich sehe hier nichts. Geht's noch weiter? Eine Monsterfalle machen will oder so, dass sie auch spawnen können. Weil es zu niedrig macht, können die nicht spawnen. So, Kohle haben wir ein bisschen. 38, das ist gut. Dann können wir auf jeden Fall ein paar Fackeln machen. Aber nicht ohne Stock. Stock und Stein. Breche ich mir ein Bein. So, das soll aber erstmal auch reichen. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder hoch. Die lasse ich mal noch verbrennen hier. Dass wir ein bisschen Eisen bekommen. Nochmal 10. Aluminium. Knallen wir auch gleich noch mit rein. Ender.io. Ja, okay. Da werden wir auch noch vieles machen können damit. Okay. Passt auf, dann gehen wir mal hoch. Das verbrennt leider jetzt von alleine, da passiert nichts mehr. Einen könnten wir vielleicht noch rausbekommen. Ja, eventuell sogar zwei. Ja, zwei Stück, habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So, die schmeißen wir mal raus. Die brauchen wir jetzt echt nicht. Okay.
Ist doch mal wieder einen Plan machen, wie wir hier hochkommen. Und zwar so, dass wir dann später auch ganz normal hochkommen, nicht überbuddeln müssen, bauen müssen. So wie jetzt. So. Oh, au. Wow, prima. Das mache ich nur einmal, dann bin ich tot. Mann. Das mache ich echt noch einmal. Jetzt geht der ganze Hunger natürlich runter, weil ich mich damit auflade. Was ein Ärger. So, aber ich bin schon mal draußen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich renne jetzt nicht. Hütte, ich komme. Hütte, Hütte, Hütte. Oh, ich hoffe echt, dass wir jetzt. Ich muss unbedingt mal dahinter gehen, Bäume hacken, Hacki Hacki machen. Das ist das Salz, genau. Habe gerade keine Ahnung. Bisschen was. Einen einzigen Platz, wow. Zwei. Ist genauso viel. Aber das nützt alles nichts, wir müssen. Mal eben ganz schnell Bäume hacken gehen. Das ist auch schönes Holz hier. So, da ist wenigstens mal was drin. Also nicht drin, sondern dran an dem Baum. Okay. Die gehen zwei nach unten. Das ist ja heftig. Also Holz brauchen wir echt mehr als genug. Und da despawnt er auch schon. Der ist hoch. Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück. Jetzt kommen nämlich gleich die Viecher wieder raus. So. Dann gehen wir ganz kurz schlafen. Gute Nacht. So. Sehr gut. Dann haben wir das. Dann können wir hier und dann bauen wir jetzt mal erstmal ein paar schwarze. So. So. Dann bauen wir jetzt mal die Hoe aus dem Eisen. Und ich hoffe, dass die jetzt hinhaut. Ansonsten, ich weiß es sonst ehrlich gesagt auch nicht. Hier, das Glas schmeiße ich mal raus, das brauche ich jetzt nicht. Aber es geht hier auch nicht. Hallo, Kollege. Komm mal aus dem Wasser raus. Dann brennst du nämlich. Die Nachbarn brennen schon wieder aus Leidenschaft. Oh, guck mal, der hat eine Maus rüberfallen lassen. Schön. Brauche ich aber nicht. Erde, das ist Minecraft-Erde, so. Das gibt's nicht. Ich kann die nicht bearbeiten. Ich bin überfragt.
Ich bin überfragt. Nicht, dass das irgendeine Mod ist, die das verhindert. Ich kann hier ja. Ich kann auch nichts abbauen. Also wenn das jetzt eine Mod ist, die das verhindert, dann haben wir ein richtiges Problem. Wenn wir nichts anbauen können, haben wir echt ein richtiges Problem. Dann können wir uns das sparen. Ich hatte früher die Probleme eigentlich nicht. Ich check's nicht. Ich check's es nicht. Keine Ahnung. Ich kann hier nichts bauen. Das ist normalerweise mit Rechtsklick. Oh. Oh. Das ist verdammt schlecht für uns. Weil abbauen hier kann ich, siehst du? Aber ich kann die nicht bearbeiten. Warum nicht? Ach, wartet mal. Ich glaube, da gibt es extra Blöcke dafür. Oh, aber welche waren das jetzt? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, das geht nämlich nicht mehr auf den hier. Da brauchst du jetzt extra. Da gibt es extra Blöcke. Dafür. Definitiv. Definitiv gab es da extra Blöcke. Strawberries. Stellt sich mir jetzt bloß die Frage, welche sind das? Daran kannst, da kannst du die nicht mehr machen. War das der Matsch oder was? Nee. Ich bin auch schon wieder hungrig. Das ist eben das Problem. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, welche Blöcke das waren. Geht das nur noch direkt am Wasser? Nee, es waren, glaube ich, direkt. Ah, alles klar. Wow. Dann weiß ich das jetzt. Okay. Einer am Wasser. Das ist Ackerboden. Da könnte man das jetzt anpflanzen. Okay, passt auf, dann gehen wir mal zurück. Dann gucken wir mal, ob wir das ja gebacken kriegen. Aber ich war doch vorhin schon am Wasser. Warum ging das da nicht? Ich verstehe es nicht. Na gut. Und hier kann man. Auf den geht zum Beispiel gar nicht. Den Bio-Plenty-Dinger. Da haben wir Erdbeeren jetzt gesammelt. Zumindest versucht. Die sind aber runtergefallen, glaube ich, irgendwo. Ah, da ist mein Zuhause. Da gehen wir jetzt hin. Blub. Blub, 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 blub. Ich habe ja Erde da. Wenn ich die anpflanze, setze am Wasser, dann müsste das ja gehen. Oder? Also viel Garten können wir nicht machen, aber zumindest können wir überhaupt mal was machen. Das ist schon mal verdammt viel wert. Wir müssen das auch machen, sonst gehen wir drauf. Ich will die Hoe jetzt nicht zu dolle beanspruchen. So, dann gehen wir doch mal zurück. Heiß, da war's heiß. Guck mal hier. Guck mal hier. Wenn wir das jetzt hier so machen. Das Ding ist nämlich, wir kriegen hier normales Zeug raus. Wenn man die. Haha. Die gehen natürlich nicht, die müssen wir vorher ja entfernen. Aber das ist das geringste Übel jetzt. Wenn ich ehrlich bin. Müssen wir mal gucken,
wie weit wir da machen können. Habe keine Erde dabei. Oder mal den Busch machen wir mal weg. So, dann kriegen wir die Erde. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Und dann ersetzen wir den schwarzen hier mal so, die schwarzen Bretter. Und dann machen wir hier mal. Dann müssen wir gucken, dass die auch gewässert werden. Wenn die nicht gewässert werden, das seht ihr hier, die sind gewässert. Würden die nicht gewässert werden, haben wir ein Problem, nämlich es geht dann nicht. Da machen wir uns auf jeden Fall eine Schaufel. Lalalala. Lalalala. Ich bin so voll. Kann ich. Ich mach mal. Machen wir auch gleich mal zwei. Denn sonst haben wir ein Problem. Die können wir aber auch nicht aufnehmen. Geh mal weg. So. Sieht jetzt zwar auch echt nicht so schön aus, aber naja, egal. So, die Erde brauche ich. Das kommt erstmal weg. Muss man dann nochmal gucken, was ich dann hier rausnehme. Das. Und das. Ich bin am Verhungern. Wenigstens ein bisschen. Okay, aber das sieht gut aus. Das wird alles gewässert. Gut, dann können wir eben unsere Schippe machen. Schippi, Schippi. Unsere Schaufel. Bauen wir mal eine. Dann geht das auch ein bisschen schneller hier. So. So. Ich weiß nicht, inwieweit das noch gewässert wird. Gut, das ist nicht so weit. Das ist schlecht, wenn das sofort nachwächst. Habt ihr das gesehen? Die Kacke, sofort nachgewachsen. Weil natürlich drumrum. Weil natürlich drumherum diese Blöcke hier sind, dann wächst das natürlich auch wieder nach. Und da war es das auch schon wieder mit der. Okay, aber wir konnten zumindest schon mal ein bisschen was machen. Dann gucken wir mal, dass wir Gerstensamen anpflanzen können. Plopp. 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 Und plopp. Sehr gut. Der Rest ist Blumenblödsinn. Brauchen wir jetzt echt gerade gar nicht. Ich nach das Häppchen wächst am besten in Forest Plains, okay. Auch in Forest Plains. Also dieses dunklere Terrain da. Kann ich die anpflanzen? Ne, der isst die nur. Oh, geil. Machen wir das so. Und so. Und so.
Sehr gut, dann haben wir die schon mal angepflanzt. Das ist das. Daraus bekommen wir auf jeden Fall diese Körnchen. Und dann können wir uns dann auch zum Beispiel Brote machen oder so. Hier können wir auch noch mal zumindest ein paar anpflanzen. Noch nicht viele. So, aber dann haben wir zumindest schon mal einen kleinen Lichtblick, dass wir hier nicht sofort immer verhungern. Dann schlafen wir erstmal. So, guten Morgen.